Ich begrüße heute in Folge Xenoblade Chronicles 2. Ich war offscreen ziemlich fleißig und habe einiges gemacht. Fangen wir mal an. Also, einmal habe ich mich ein bisschen umgeguckt bei dem Geheimpunkt zum Beispiel, wo wir im letzten Part waren. Da ist noch ein spezielles Monster, das besiegen wir heute wahrscheinlich noch. Dann habe ich ein bisschen was in der Purifikation gemacht und auch mal wieder ein paar Kernsplitter vergeben. Und ich habe ein bisschen resoniert, was man ja hier sehen kann. Ich würde sagen, wir machen nochmal drei Resonierungen, wie auch immer, direkt zu Partstart. Und ich habe sogar für Rex eine mit einem ganz normalen Kernkristall Rare Plate bekommen. Die Animation dafür zeige ich euch am Ende des Parts, genauso wie die Animation für Ursula, die ich ja noch nie gezeigt habe. Obwohl wir die schon ewig haben. Da habe ich auch. Oh! Wir haben was Neues! Boreas! Natürlich wieder Wind. Mann! Ja, meinetwegen. Das hat halt zwei Windplates. Ist mir doch egal. Das ist cool, Boreas. Nice. Yep. Just leave it to Boreas. Hauptsache mal eine neue Rare Plate für sie. Es hatte doch zwar zwei Winddinger, aber ist doch nicht schlimm. So. Oh mein Gott, das heißt, die Animation zeige ich euch auch zu Ende des Parts. Das ist ziemlich geil. Das muss ich mal kurz speichern, dass ich die habe. Falls der Part zum Beispiel kaputt gehen würde, dass ich das habe. So, gut, wundervoll. Gut, dann, also, neue Klingen. Dann habe ich bei einer Mission, bei der hier, die Gegner besiegt, die wir besiegen mussten und dafür die Geheimdokumente bekommen. Die werden wir noch heute abgeben, wahrscheinlich. Ich habe ein paar Techniken trainiert, also hier bei Rex jetzt hier meinetwegen Techniken, da habe ich ein bisschen was gemacht, bei allen halt, bei allen Waffen von allen Charakteren. Und dann haben wir noch ein paar Quests, Harmoniegespräche. Und ich habe gesehen, im Harmoniering von Ursula, dass wir hier übernachten können und dadurch ein Gespräch triggern. Deswegen übernachten wir jetzt mal hier in Garfond, müsste das sein. Und triggern dadurch ein Gespräch mit Ursula. Das steht in ihrem Harmoniering drin, dass es dadurch ein Harmoniegespräch gibt. So, okay, wie weit können wir aufsteigen? 42. Bin ich voll dafür. So, du kannst bis 48. Will ich das wirklich machen? Ist ja halt mega. Ja, komm, mach. Mach, meinetwegen. Experience begets wisdom. Geil. Really? I'm still getting stronger. Das ist ziemlich krass. Ja, mach halt. Wie geil ist das bitte? So. Und jetzt, ich hab's schon ausprobiert und dann das Spiel direkt beendet, aber ich halt nur gucken wollte, ob es geht. Ich weiß also nicht, was jetzt passiert, aber ich weiß, jetzt passiert hier irgendwas. Wenn wir mal nach. Da steht bei ihr im Harmoniering drin, als Quest quasi, ja. Hm. Was ist denn, Ursula? Hm. Möchtest du irgendwas sagen? Ich möchte. Ja. Ich möchte zu den Kobaltklippen gehen. Darf ich? Na klar. Morning, Rex. Did you sleep okay? Soll das da nicht hingehen dürfen? Ist er da jetzt alleine hingegangen oder was? Wenn ja, würde ich ihr mal ganz gern folgen. Moment. Nee, sie ist noch bei uns. Das ist glaube ich das hier. Ja, genau. Noch immer etwas nervös. Okay. Habe ich das jetzt hier verzeichnet irgendwo? Garfond wahrscheinlich eher nicht. Das ist noch die Quest von Samaima. Ja, das ist nicht die Kobaltklippe. Jetzt ist halt die Frage, wo sind die Kobaltklippen? Keine Ahnung. Hier wahrscheinlich irgendwo, oder? Ja, da oben. Da ist hier ist was. Okay, das ist klar. Dann gehen wir da. Ja, das ist ja auch hier der Reisepunkt. Dann gehen wir da gleich hin. Aber erstmal würde ich die Quest hier annehmen von Ralu. Alles klar. Hallo. Seltsam. Ist was? In letzter Zeit laufen die Söldneraufträge von Garfond immer schlechter. Mal ist das zu vertreibende Monster schon besiegt, mal hat jemand benötigte Pflanzen vernichtet. So langsam müssen wir von Sabotage ausgehen. Das ist definitiv ein Problem. Diese Phänomene treten auf, seit sich die Zahl unserer Söldner erhöht hat. Vielleicht hat jemand mit den neuen Rekruten einen Saboteur bei uns eingeschleust. Ein unschöner Gedanke, aber wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Am besten ohne, dass es irgendwen auffällt. Irgendwem. Ich kann helfen, wenn du willst.
Da ihr Vanthems Mission fortführt, vertraue ich euch von allen ja am meisten. Also hört zu, wie ich mir die Sache vorstelle. Ich schicke euch mit den neu rekrutierten Söldnern auf Monsterjagdmissionen und dabei haltet ihr eure Augen offen, ob sich einer von ihnen verdächtig verhält. Ach, so ist das. Soweit, so gut. Dann rufe ich mal 3 Rekruten. So, alle da. Alles klar, ohne Frau, Nuppe und so ein Typ. Stellt euch doch bitte kurz vor. Ich bin Rex, ein Bergungstaucher. Schön, euch kennenzulernen. Name ist Damida. Schön, Freunde kennenzulernen. Ich bin Judith. Und ich Artem. Ich habe eine Monsterjagdmission für euch 4. Es wurden 12 Stachel-Unins gesichtet. Gefährliche Genossen. Ihr müsst sie alle ausschalten. Das sind ganz schön viele. Ja, deshalb müsst ihr gut zusammenarbeiten. Keine Lust. Ich habe mich dieser Söldnertruppe angeschlossen, weil ich frei sein wollte. Ich will nicht mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich nicht weiß, wie gut sie sind. Entschuldigung, Judith, bitte nicht Harmonie von Gruppe stören. Zusammenarbeit ist wichtiges Merkmal in Garf von Söldnertruppe. Teilen wir uns doch auf. Damida war nur noch nicht fertig. Dafür. Für einen Alleiner bist du gar nicht so dumm, Artem. Also 3 Monster für jeden von uns. Aber wenn wir nicht zusammenbleiben, dann... Wenn wir uns aufteilen, können wir einfach mehr ausrichten. Hm, na gut. Nach Besiegen von Monstern treffen alle bei Lager mit Blick auf Farlane-Gewässer. Gut, so machen wir's. Roger. Reden von Freiheit, aber für mich klingt das eher nach Egoismus. Viel Erfolg. Ich würde sagen, das ist dieser Judith. Die macht für mich einfach so einen typischen Eindruck darauf, aber okay. So, okay, die, wir haben ja auch angezeigt, dann können wir die Quest halt auch noch machen. Oh, es gibt so viel zu tun. Hilfe, Leute, was ist denn los? Mann, ey. What have we here? Ich denke mal, wir werden jetzt in den nächsten Parts voll viel an Sidequest-Kram machen. Oh, ich will die Hauptstory fortfahren, aber es gibt so viele spannende Sidequests. Ah, ist alles schrecklich. Na, was gab's, Sam Lee? Wir mussten von unserer Insel fliehen, weil sie in einen Konflikt zwischen Mordain und Uraya reingezogen wurde. Wir wurden dann von Vanthem aufgegabelt, aber ich habe gehört, einige anderen sind in Indol gelandet. Ich frage mich manchmal, wer von uns jetzt wohl besser dran ist. Ich glaube, Indol wäre ja der bessere Ort gewesen. Ich meine, es ist eine richtige Großstadt, die auch noch direkt vom Prätor Amaltus beschützt wird. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich Erwachsenen nicht traue, aber der Prätor, der ist irgendwie anders. Okay. Alles klar, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, zu den Kobaltklippen. Das ist zumindest der Plan, falsch hier Rumpf. Da sind noch die ganzen Monster, okay. Und führen erstmal Harmoniegespräch, würde ich sagen. So, wo ist das? Ich will kurz den Dingspunkt hier mitnehmen. Weil hier ist es scheinbar nicht. Wo ist denn das? So ein schönes Lied. Achso, ich bin noch gar nicht bei dem Ding da. Okay, dann muss ich jetzt hier runter, oder? Ja, da hinten ist es auch wundervoll. Sehr schön. Aber in die Gespräch. Oh, ist das schön. Ursula, we've arrived. This is the view you wanted to see, right? That's right. Scenery indeed very nice. But did Ursula want to see something particular? Yes. That. Red tree thing? Yes. It's a Saffronia tree. There's an old nursery rhyme about this tree. I always loved it. Oh. Like a lullaby. You're pretty sensitive to music, aren't you, Ursula? I guess. It's something I'm drawn to. That little bit strange. Tora never hear Ursula sing. Ursula only like listen to music. Well, I like to sing. Certain, but I get nervous around people. Ursula really very shy person, huh? Feels eyes of spectators on her. Sorry. Can you play an instrument too? Tora bet Ursula can play every instrument. I'm not very good, but I
can play a few. More than one? Wow! Which is best instrument? Maybe the organ? I also quite like the lute. Actually, Tora can play whisper corder. Not on children forced to play from age of about 5 years. Oh, I'd love to hear you play sometime. Oh, Tora and Ursula should make duet! I'd like that. Actually, Poppy also play, can blow mean trumpet. Fan-based lungs capable of incredible sustain. That's amazing. It feels like she's forgotten all about me. But that's okay. As long as she seems to be having a good time. I hope someday she can be this friendly with everyone. Oh, das war süß. Ich mag Ursula, Ursula, wie auch immer man sie ausspricht. Okay, interessant. Das würde man auch gar nicht von ihr so richtig erwarten, dass sie Musik spielt, finde ich. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Ich habe auch noch ein Harmoniegespräch neben Toras Haus. Komm, wir gucken uns das jetzt einmal. Da habe ich auch Bock drauf. Das müsste auch mit Ursula sein. Bei Toras Haus in Gormod. Moment. Hier, da hinten. Oder? Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Also ich weiß es nicht, aber es gibt noch eins irgendwo in Gormod, was mit ihr zu tun hat. Aber ich weiß nicht, ob es das hier ist. Keine Ahnung. Da steht auch ein Harmoniering drin. Where do we go from here? Zu dem Harmoniegespräch. Ach, Tiger gab es ja auch. Wo ist denn das? Wahrscheinlich hier oben? Nee. Das. Ach, nee, Sammelpunkt. Hey, wo ist denn das? Ach, hier! Oh, und Tana ist so ein. Ah, das ist interessant. Tana ist so ein lila Tier. Ich wollte mit ihm reden. So, this is the abode of the mighty Tora. Hey, careful with hands! Lots of breakable and valuable things. What's this? Ah, that more than enough fiddling! Don't handle Tora stuff! What's this? It's all fluffy. Is this a bunnet costume? Doesn't look very scientific. That armor for Poppy! Armor. It's got ears and everything. This won't provide protection. It's more like something from a beauty pageant. This cutie bun bun armor! Cutie bun bun armor? Correct! This state-of-the-art armor. Everyone wished they had such good defense. Additional function is to cheer up Master Pawn with extreme cuteness. It looks like that's its primary function. Cheer up effect can be boosted by initiating tail wiggle dance protocol. Tora, I think you have a little explaining to do here. Meh meh. If you listen to Tora's explanation, it makes perfect sense. I'm all ears, Tora. It's not thing that Tora make. Nothing to do with Tora, really. This creation of Dadapon and Grampypon, Tora never used. Is this true, Poppy? Correct. This armor was designed by Master Pawn's Grampypon. Master Pawn's Dadapon improved design further and perfected its defensive capabilities. Huh. Is that right? That entirely right! Tora not fib-teller! Master Pawn put finishing touches in form of tail wiggle dance protocol. Master Pawn work feverishly on this feature. Tail wiggle protocol consume Master Pawn's waking hours until he perfect wiggle angle and ear flap rate. Oh, is that so? That's very interesting, Tora. Poppy, don't reveal Master Pawn's secrets. Why not? This excellent opportunity to share Master Pawn's research with group. Poppy's right. Really, this is fascinating. Do continue, Tora. I'd especially like to hear about your views on women. Meh meh. Oh Gott. Alles klar. Nicely done. Hi, willkommen zurück. Grüße, wie ist die Lage?
Da das sowas Lila wieder heile machen, ganz egal wie viel Aufwand und Gold ihr in Reparatur stecken muss. Aktueller Zustand von Lila nicht hinnehmbar. Instandsetzung ganz im Sinne von Papa Ponsuso. Durchhalten, Lila. Wird früher oder später wieder volle Funktionsfähigkeit erhalten. Ich hätte es cool gefunden, wenn Lila eine Klinge von Tora geworden wäre, ganz ehrlich. Aber okay. Das war ein interessantes Harmoniegespräch. Oh boy, ey. Okay, meine Söldnertruppe kam gerade zurück. Hi. So, bla bla bla. Neue Waren bei Cosmeticana, Neurom in Textilien. Aha. Interessant. Bla bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Ihr interessiert mich alle nicht, wisst ihr das eigentlich? Du interessierst mich noch weniger. So, ja, wir gucken mal in Argentum, was gibt's hier für Abladen. Okay. Das ist, by the way, die neue Klinge, die ich, für Rex bekommen habe. Percival, oder so. Ich weiß nicht, ob ich die mit reinnehme, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Das freut mich für dich. So, du kannst mit, weil du hast Transport. Hat noch mehr Transport von euch, oder Leichtflüssigkeit meinetwegen. Ich habe jetzt inzwischen auch voll viele Klingen schon. Habe ich echt niemand mehr damit wirklich jetzt? Doch, hier ist noch jemand. Dann meinetwegen noch du und du. Macht, was auch immer. Bla bla bla, Bruno, hast du schon aufgesagt. So, sehr schön. Okay, Hilfe mir abladen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, alles klar. Aufrichtigkeit Stufe 4. Nice. Was ist das für ein Vieh? Okay, haben wir jetzt hier noch irgendwo in Gourmand noch ein Harmoniegespräch, weil es sollte hier eigentlich. Aber hier war noch die Mission. Oh, hier ist noch eine Mission. Vorhin war nur die dort hinten da. Es sollte hier eigentlich noch eine geben mit Dings, aber das vielleicht geht das noch nicht, keine Ahnung. Oh, was ist denn jetzt los? What's that sound? It's Gormati folk music. The instrument's called a Torigonda. It's what that girl is playing. She's pretty talented. Truly a balm for the soul. Hey, Ursula. How are you liking the music? Huh? It's good. Come to think of it, you're a bit of a musician yourself, right, Ursula? Why don't you introduce yourself? Oh, no. I won't, I think. Hey there! Blade! Huh? I think she means Ursula. Yes. You look like a musician. Want to try playing my Torigonda? I'm not sure how. Hey, don't be shy. Give it a go. But I hate to impose. Nah, do it. Go ahead. You're one of us. So if you're interested in something, well, that makes us interested too. Hey, let's all go over and look. Okay. You're really great at playing that thing. Well, thanks. My family make Torigondas, so I've been around them since I was just a baby. Playing one of these is simple, like talking for me. Ah, that's so cool. I've still got a fair bit to learn, though. Grown-ups around here can play and sing at the same time. Maybe you can, miss. I...
Well, that's what your eyes seem to be saying anyway. I'd like to play something. But I'm just a bit... A bit too shy, maybe. It's okay. There aren't many people here. Yes, go on. Give it a go. Can't hurt. Yeah. We'd love to hear your playing, Ursula. Here goes. Just a little taste. Yeah! Talented too, Ursula. Seems the people here appreciate it. That last bit was so good too. Is that it? Oh, das war schön. Wir haben so eine ganze Cutscene bekommen. Haben Freunde kurz Zeit? Oho, wer du? Name ist Tippitappi, Beruf ist Musikproduzent. Beeindruckender Künstlername ist Tipptapp. Freunde bitte auch so nennen. Und wie können wir dir weiterhelfen, Tipptapp? Tipptapp für tiefe Herzensbewegung durch Lied von junger Dame dort. Du meinst Ursula? Oho, heißt also Ursula. Ursula, Tipptapp ist von Ursulas Gesang ganz verzaubert. Sie hat zwar auf einer Dings gespielt, aber egal. Ursula könnte vielleicht mit Liedern ganz Ares begeistern. Wie wär's, zusammen mit Tipptapp ganz Ares in Sturm nehmen? Ursulas Lieder haben ungemeine Kraft. Das könnte ich nie. Ich bin viel zu schüchtern dafür und gut genug auch nicht. Ach was, Ursulas Lieder sind herrlichster Wohlklang. Wird klappen, keine Frage. Kann nicht schaden, es einfach mal zu versuchen, oder? Ja, aber... Komm, probier's einfach aus. Vielleicht kannst du ja gleichzeitig etwas von deiner Schüchternheit ablegen. Das wäre natürlich schön, wenn ich einfach mit allen sprechen könnte, ganz ungezwungen. Auch im Kampf möchte ich selbstbewusster auftreten und euch eine Hilfe sein, bist du doch. Aber ich weiß nicht, ob ich eure Erwartungen erfüllen kann. Unbedingt machen. Tora wollte schon immer mehr von Ursulas Gesang hören. Mir geht's genauso. Also, wenn ihr alle meint, dann könnte ich es einmal probieren. Wunderbar, dann los, sofort alle Vorbereitungen treffen. Büro von Tipptapp ist in Nähe von Bauchig nur Kantine in Argentum. Tipptapp wird sofort Programm aufstellen und so weiter. Sobald Freunde bereit sind, bitte vorbeischauen. Hey du, wirst du für uns singen? Ja, ich will es zumindest versuchen. Dann gebe ich dir meine Torigonda. Aber du hast so schön darauf gespielt, ich denke, bei dir ist sie gut aufgehoben. Die willst du mir wirklich geben? Ich habe es dir doch erzählt, bei mir zu Hause haben wir genug davon, weil wir sie herstellen. Mein Vater meint, diese hier wäre sein absolutes Meisterwerk, aber er wird schon nichts davon merken. Also, jetzt nimm sie schon, du brauchst doch wohl sowieso irgendein Instrument, oder nicht? Na gut, aber ich leihe sie mir nur aus. Irgendwann gebe ich sie dir auf jeden Fall zurück. Du könntest sie ruhig behalten. Aber gut, wenn dir das lieber ist, machen wir es so. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann noch öfter deine schöne Musik hören. Das ist ziemlich toll. Wie viele tolle Missionen es einfach in dem Spiel gibt. Und die ganzen Harmoniegespräche und so. Ich finde das alles viel besser als in Xenoblade 1. Die Missionen waren größtenteils eher so, deswegen habe ich die auch kaum gemacht. Die Harmoniegespräche waren zwar ganz cool, aber ich finde die in dem Spiel halt echt viel besser. Vor allem auch dadurch, dass sie eben synchronisiert sind. Oh, das ist großartig. Okay, dann machen wir im nächsten Part einige Missionen weiter. Wir werden die hier fertig machen wahrscheinlich. Oh, wir haben so viel zu tun. Okay. Okay, alles klar. Das ist übrigens gerade eben eine
ein Harmoniegespräch richtig gewesen, weil man, als man hier guckt, hier, die haben den nächsten Ding freigeschaltet. Oh, wie sie singt. Hier, okay, da stand mal, dass wir da das Harmoniegespräch hören müssen, das galt scheinbar als Harmoniegespräch. In dem Unterricht in Söldneraufträgen erhöhe alle Fähigkeiten, wenn es am Sturz reingeht, ein Konzert. Okay. Bärenstark. Was ist hier? Feine Tag 1 der. Ja, wow. HP-Kapseln. Okay. Ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2 wieder. Wo es dann. Hier weitergeht. Ich bin gespannt. Ja, was wir alles so finden werden. Oh, nice. Okay. Gut, dann bis dann und ciao. Euer Büro. Tschüss.